Spaß. E-T-A-M-W-E-R-C. Ja. Ja, wollte auch gerade. Ich möchte einfach ganz kurz einmal an diese Runde appellieren, okay? Ja. Können wir bitte eine Runde vernünftig spielen und Tama rausvoten? Mir fehlt das. Okay. Er hat sein Tablet auch so, dass ich das nicht sehen kann. Gut, Mimi hat es auch einfach wieder bestätigt. Ja. Der muss auch noch betrunkener werden, dann kann er saufen in der Zeit. Aber was sagst du dazu, zu den Anschuldigungen? Ich will einfach nur ein bisschen spielen und Spaß haben und wieder werde ich nur unterdrückt und diskriminiert. Trink doch erstmal dein Getränk. Es tut mir leid, das ist einfach scheiße. Jetzt haben wir das gehört zum Spiel. Vielleicht können wir mal damit anfangen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Digga, es ist wie es ist und so ist es halt. Das ist Geschmackssache, Digga. Die einfach keine andere Möglichkeit haben. Ich verstehe den auch gar nicht. Der hat so einen scheiß Mikro. Ich wollte gerade sagen, ey, der sitzt nicht mal kaputt. Sind frei, Digga. Ich mach dir mal 200%, ich verstehe den einfach nicht. Hör mir den ganzen los. Ich verstehe auch gar nicht, was das ist. Ich höre nur Mimimi die ganze Zeit. Also, wer für mich votet, ist ein Nazi. Brauchst du erstmal besser. Was? Das hast du gesagt, nachdem ich gewotet habe. Ja, das hast du gesagt, nachdem ich gewotet habe. Im Game aber. Oh, Mimi, was? Ihr seid so ekelhaft. Entschuldigung, sie sieht, aber. Also. Wow! Jetzt bringen wir ihn direkt hinterher. Jetzt bist du tot. Lauf ganz schnell. Logisch. Wirklich, es tut mir leid, Dizzy, aber. Weißt du? Sag mal, kannst du jetzt mal hier. Scheiße, ich hab ne Cooldown. Was sagt ihr so zur US-Wahl? Auch. Digga, das Ding ist durch. Witzig, Digga. Das Ding ist durch, Digga. Weil die Gedanken sind frei, ne? Ja. Es ist, wie es ist und so ist es halt. Ich persönlich habe für Kanye gewotet. Wie soll sich in unserer Gesellschaft was verändern, wenn das unsere bestimmenden Mitglieder in unserer Gesellschaft sind? Einer davon, einfach nur ein Mitläufer, Influencer großer, über 2000 Live-Zuschauer gerade und drückt einfach nur den Knopf, verfolgt einfach jemand anderen. So, das ist enttäuschend. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn das hier da draußen jemand hört, ich hab Mimi Bentley gesehen. Also allgemein würde ich behaupten, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich möchte, die Person wird sich schon angesprochen fühlen, aber ich möchte sagen, dass ich die ganze Zeit an den Kameras saß. Die ganze Runde saß ich an den Kameras. So, vielleicht ja, ich war's. Ah, das erklärt auch Mimis Movement. Ja. Das erklärt, ach so, Mimi, so, also, ja. Ja, ich bin dafür, dass wir Dizzy wählen. Ich bin auch für Dizzy. Oder für mich. Ja, dann. Dann erstmal Dizzy. Ja, dann okay, gucken, ja. Was Dizzy macht, ja. Mimi, wollt ihr warten? Ja, die hat gesagt, sie ist also es. Also, in so einer Putt-Situation muss man als Crewmate beide rauswählen. Nur, dass ihr es wisst, weil es sind zwei Leute, ja, die gegenseitig. Man kann ja nicht zwei auf einmal geben. Nee, aber. Nee, Moment. Konsequent sind wir erst den einen rauswählen und dann den anderen unter Beobachtung lassen, ihn dann aber. Ebenfalls rauswählen. So kann man auf Nummer 6. Ja, wen nehmen wir zuerst? Das ist mir jetzt viel zu klug. Also Tama ist schon raus. Kein Bock mehr. Okay. Okay. Mimi oder Dizzy zuerst? Wenn wir zuerst rausworten, kriegen wir beim Sexismus. Darf ich vielleicht irgendwas sagen? Ja, dann müssen wir, dann geht das nicht. Darf ich noch was zu meiner Verteidigung sagen? Nee. Ja. Es ist, wie es ist. Okay. Ich hab okay. Mich wenden sehen. Du hast mich wenden sehen? Ja. Aber warum bist du denn vor mir in den Wind reingesprungen und ich bin nicht reingekommen? Das habe ich nämlich auch gesehen. Seid ihr beide vielleicht im Wind gewesen? Nee. Ja, aber das ist es auch. Ach so, ihr beide. Ich muss übrigens sagen, ihr hattet recht. Ich war wirklich der Imposter und der zweite Name, der bei mir rot ist, ist Dizzy. Okay, gut. Dann müssen wir wohnen. Ja. Dann müssen wir rein. Okay, dann ist das halt schon vorbei, Digga. Ja, dann ist vorbei. Neue Runde, Digga. Neues Glück, sag ich immer. Einfach. Aber wenigstens mal eine schnelle Runde. Ja, sorry, Digga, aber dann ist das Ding halt durch. Nee. Wenn wir jetzt noch, für den Fall, dass wir jetzt nicht gewonnen haben, würde ich Mimi und Marvin im Auge behalten. Ja. Nee. Oh Mann. Du gewinnst das jetzt. Wieso darf Tam eigentlich mitdiskutieren, um das mal kurz anzusprechen? Kann sich nicht muten, weil er sein iPad da hat. Ja. Achso, ja. Gedanken sind frei, Digga, sage ich immer. Ah ja. Kein böses Blut. Außerdem der Mobbingbeauftragte hat für Freitag gesagt, dass die Toten auch reden dürfen.
Nein, Tama macht nur Blödsinn. Nein, Tama macht nur Quatsch, Leute. Da ist keiner. Da ist keiner traurig. Anmerken, seit wann haben die Kabel überhaupt Markierungen? Presse. Seitdem ich farbenblind bin. Ach, scheiße. Halt dein Maul. Ich finde es gut, dass du das auf volle Pulle laufen lässt, einfach. Den Sound auch. Ich würde ein bisschen Mucke anmachen, einfach auch für die Stimmung. Das Echo ist halt super. Nee, hör auf mit der scheiß Mucke mit scheiß DMCA. Verpiss dich mit dem Mist. Fick ihn doch, Lega, fick ihn. So, stopp, ich weiß, was es ist. Naja, ja. Okay. Also es ist 100%ig Till. Ah ja. Weil, jetzt hört erstmal meine Argumente, bevor du jetzt hier dumm rausgehst. Till ist von Cafeteria in Medbay reingelaufen. Und das machst du in der 87. Minute nur, wenn du wenden möchtest. Okay. Ich möchte dazu sagen, für mich macht das an der Stelle relativ wenig Sinn, insgesamt so betrachtet, auch vom Ding her. Was hast du denn mit Bär gemacht, außer zu wenden? Ich habe Reagenzgläser da reingestellt. Ach ja. Bist du Chemiker oder ja. was? Ach ja. Nee, das war nur ein Drogentest. Ach, von der letzten. Bisschen Tilidin auch. Ja. War positiv? Ja, die Bullen haben letzte Woche einen Sexparty in Kreuzberg hochgeladen. Ich habe einen Kumpel, der heißt Trutz, der ist Chemiker. Ich rufe dem auch noch, ob der dich kennt. Was? Das ist hauptsächlich, es ist nur Urin in den Gläsern. Nee, welche Farbe hat das? Hat ja, der hier ist Christian Trutz. Gelb-braun. Kennst du einen Till? Gelbbraun, nee, ist er nicht. Obwohl, ja, richtig. Hallo? Ach so. Ah, okay. Gut, danke. Tschüss. Nee, der kennt dich nicht. Okay. Na dann ist es mega. Tama, du bist tot, ne? Das ist voll illegal, was du hier veranstaltest, erstmal. Es gibt auch einen Twitch-Support. Und ich vote jetzt hier auch Kai, aus Protest auch. Den lasse ich mir nicht nehmen, den Vote. Zu Recht auch. Den lasse ich mir nicht nehmen. Ach, jetzt ist Tama gemutet. Wie hat er das denn jetzt gemacht? Das geht gar nicht. Aha. Aha. Ah, ja. Hat er den Knopf doch gefunden. Hä?
Also, links von Electrical. Ja, Mimi, du warst es dann nicht, ne? Ja. Na, gut. Ich war's auch nicht. Und ich und Mimi stand zusammen, also. Penny und ich haben den Dings ausgemacht. Also und ich Isa, weiß, dass Mimi an der Kamera war gerade. Ich weiß ja nicht, ne? Also, ich habe Isa in Cafeteria gesehen jetzt gerade. Ja, wenden auch. Ja. Ja. Ich habe überall durchgewendet. Von Electrical kann man da gut hinwenden. Nee, das habe ich nicht gesehen. Nicht. Nee, das Lisa, liegt an dir. Du musst einen von den beiden voten. Hä? Ich nehme Ene Mene Miste, rappelt in der Kiste, Ene Mene Mac und Mimi ist weg. Na gut, dann vote ich auch für Mimi, ist ja klar. Geht's? Das weiß ich zu schätzen. Benny, wir haben intime Gespräche schon geführt. Glaubst du ernsthaft, dass ich dich... Ich vote dich. Was? Blöd. Nice. Du hast kein Vertrauen. Das ist traurig. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Das war jetzt wirklich von allen Beteiligten scheiße. Also. Auch einer was aus dem Weltall. Ich bin hier gerade unterwegs. Also neben dem Raum. Ja, so ein Asteroid oder so. Kannst du mir ein bisschen Einhornstaub mitbringen? Ich gucke mal, ob ich das finde. Ich brauche noch einen Untersetzer für meinen Tisch. Huch. Ihr seid so blöd! Dumm! Ach, ich wollte sogar am Anfang noch sagen, das habe ich vergessen zu sagen. Ich habe Isa gesehen, wie sie vorm Reaktor steht, der hat Meltdown und sie hat einfach nichts gemacht und dann bin ich da dran gegangen. Wie es halt Tama wirklich war. Da bin ich hinterhergelaufen, eben, wo ich mit der Task hatte und sie hat mich einfach umgebracht. Ja, ich habe doch gesagt, wie bist du hast du es geschafft, über meine Leiche drüber zu laufen, hinter Isa hinterher und dann nichts zu sehen? Die Sichtweite ist von dir nicht, wo lag deine Leiche? Er ist da nicht hingelaufen. Er ist mir entgegengekommen und dann hat er aber zum Glück wieder umgedreht und ist mir dann hinterhergelaufen. Und dann konnte ich ihn erst kennen. Ich hab dich halt gesucht, weil du warst mir eh suspekt, weil du vorher den Reaktor nicht runtergefahren hast und die ganze Zeit da dran standest und ich den dann runterfahren musste. Oh, ich dachte, ich warte mal, guck mal. Ne? Das habe ich aber nicht gesagt, Jan. Das war blöd von mir auch. Dann hätten wir direkt Isa gut. Ich bin auch unsicher, ob das jetzt insgesamt so gewinnorientiert abgelaufen ist. Also. Nee, das war halt einfach für den Fun auch, ne? Ach, echt, Thomas? Ja. Erzähl. Wo ist es auch? Wir haben wieder gewonnen, ne? Ach, krass. Wir müssen jetzt eine andere. Okay. Ob wir das hinkriegen? Na, ich weiß ja nicht. Na, hör mal! So, das geht schnell. Thomas, wie kannst du eigentlich an der Leiche vorbeilaufen und die nicht reporten im Detail? Ich bin nicht an der vorbeigelaufen, WTF? Doch. Wo soll die gewesen sein? Thomas, kannst du irgendwie keine Leichen sehen? Eingang zur Navigation. Da bin ich gar nicht reingegangen, ich bin da unten gegangen. Ja, aber du bist im Gang. Hä? Ich bin links da reingelaufen, um nach Shield zu gehen, um da diese Scheiße zu machen. Ja, aber du bist da vorbeigegangen, du Witzbold. Dann habe ich die nicht gesehen, weil ich auf die Karte geguckt habe in dem Moment. Mhm. Ich finde, beide Argumente sind nicht so stark. Also wenn, dann was los, nämlich, weil da kann es keiner war. Er hat ein bisschen gelacht, während er... Habt ihr das gehört? Ja. Da war so ein Lachen dabei. So ja, jetzt wo du sagst. Berührtes. Tamme, ich wollte dich gleich raus. Ja, mir war es peinlich, dass ich ja nicht gesehen habe. Nee. Ich hab doch Till gemeint, Digga. Ich Till, warum gehst du denn jetzt auf Tamar? Ach so. Weil Tamme auch da war. Nein, Tamme war bei mir die ganze Zeit. Okay. Ja, ich wollte nur meine These in den Raum stellen. Wenn da was Till war, keiner ist mir langgelaufen. Das war Till. Nein! Till, du hast einfach Self-Call gemacht. Self-Report. Was für Self-Report? Ich hab keine Ahnung. Wenn wir ernst spielen und zwei Leute in Frage kommen, dann müssen wir beide raus. Nein, es kommt nicht nur. Es kann doch genauso gut irgendwer gewendet sein. Okay. Ich hab sonst niemanden gesehen, ich hab nur Mr. T gesehen und er ist an der Leiche vorbeigelaufen. Ich bin halt nach unten gegangen. Ich kam richtig, Ich kam aus O-Town. Ich bin da auch einmal an einer Leiche vorbeigelaufen, genau an derselben Stelle und hab die auch nicht gesehen. Die Sichtweite ist auch super niedrig. Du hast die 100% gesehen. Ich war auf der Map am gucken, wo meine nächste Tasse ist, dann sieht man das nicht. Prayers, dankeschön, Bagger. Vielleicht. Wow. Dann bist du selbst schuld, du Trottelkopf. Halt's Maul. Ja, lass dir den mal schmecken, den Eject. Zack. Lauze.
Fupp! Ruhe bitte. Ruhe bitte. Junge. Oder wurde wieder eine Leiche gefunden? Wo denn? Die war rechts unten. Hm. Bei Shields oder so. Oh, guck mal, Nigger ist tot. Und. Oh. Dizzy war da. Ich? Ja, dann war's Dizzy. Wieso? Warum ich? Ich bin nach oben gegangen zu Weapons. Du bist nach unten gegangen. Ich bin nach oben gegangen. Bist du bei Weapons oder bist du gerade hingegangen? Nee, ich bin gerade hingegangen. Ich war mit Tama und Mimi war ich in Navigation und dann bin ich einfach hochgegangen. Also mit mir warst du nirgendwo. Doch, du warst in... Willst du mich verarschen? Du warst in Navigation drin mit Mimi. Mimi hat mit mir die beiden Tasks gemacht in Navigations und ich war als erster fertig und bin rausgegangen. Und du bist nach unten gegangen. Ich bin nach oben gegangen. In welchem Teil des Gangs bist du gerade? Also ich bin auch nach unten gegangen. Ich bin gerade den Knick von Weapons da oben. Da bin ich gerade drin. Das ist sie. Ja, nee, da habe ich keine Ahnung. Wo war genau die Leiche? Unten. Wo unten? Vor Shields, da wo man diese, dieses Hexagon-Dings hat. Ja, aber musst du dann nicht den Kill gesehen haben? Nee, der ist vor mir dahin gelaufen. Ah ja. Und ist dann nach links wahrscheinlich. Ah, ja. Also keine Ahnung, ich war einfach also Dizzy war der Einzige und... Okay, er sagt, er ist nach oben gegangen. Aber ich glaube nicht, ganz ehrlich, ich vertraue dir eigentlich, ne? Aber du versaust es gerade selber. Nein, ich... Also wenn Dizzy es ist, dann ja versaust du es gerade mit deinem Call. Ich habe nicht genau denn, gesehen, wie Dizzy nach oben gegangen ist. Was? Wo ist denn Dizzy hin? Ja, ich? Weg, aber ich weiß nicht, ob nach oben, oben, nach oben. Keine Ahnung. Schwach einfach. Ja, I don't know. Warum wurde ich gewohnt? Was? Ja, also, du könntest vorstellen, wir haben Mimi und Dizzy als Verdächtige und Spenny ist der Einzige, der wurde. Achso. Ich habe auch gewohnt. Benny ist es. Was? Ich habe auf dem Radar bei Edmund geguckt, wo die Spieler sind. Und auf einmal ist ganz links im Reactor jemand verschwunden. Und dann unten im Feld. Ja, weil da Easy, Dizza und Isa, Dizzy und ich waren da unten drin. Nee. In Edmund waren mehr. Edmund war ich dann, nicht. Dann sind's. Fuck! Dizzy und Isa haben mich eben gesehen. Ja, ganz am Anfang von der Runde waren wir sogar in Security drinnen zusammen. Ich glaube, können wir den vielleicht mal feststellen, dass Mimi tot ist? Also ich möchte das nur in die Runde werfen. Ich bin gerade bei Mimis Leiche gewesen und dann kam gerade der Report rein. Die waren electrical. Ich glaube, Dizzy und Spenny sind's. Wieso ich? What the fuck? Woher kommt denn jetzt Dizzy? Also jetzt bin ich verwirrt. Das frage ich mich Dizzy auch mal. Dizzy war immer noch aus letzter Runde. Also Mimi...
Mimi war mit Tama und mir zusammen in Admin eingesperrt. Hä? Und, ich war zu. Die waren Admin, siehst du? Was laberst du, dass ich Admin war? Karl, ich war mit dir Admin und mit Isa. Hä? Karl war's. Ich war mit dir bei Admin. Tama, bist Dizzy du eigentlich bescheuert oder was? Wir waren Dizzy Admin Karl, eingesperrt und dann bist du Richtung Cafeteria hoch. Ich weiß es nicht. Ich bin Richtung Cafeteria hoch. Ja, aber da waren doch nicht nur wir drei. Da waren, Admin ist da, wo man die Karte durchzieht. Nee, vier Leute waren das, aber ich weiß nicht, wer die vierte Person war. Okay, da waren ja. Nee, da war ich auch, das ist richtig. Das heißt, es muss Benny. Und wer ist, ich bin dann nach oben gegangen. Ja, dann wohnt mich doch, ich bin's aber nicht. Gegangen. Wer ist denn nach oben gegangen? Ich bin nach oben gegangen und hab die Knopf gedrückt. Boah, keine Ahnung, ich skipp wohl. Ja, aber das ist doch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist nicht nach oben. So eine Grenze, wie bescheuert jetzt. Hey, warum wird Benny gewohnt? Ich hab auch. Also. Was auch für ihn gewohnt für dich. Sag Spenny, Dizzy, Karl, so die sind so. Ihr seid so blöd. Das war dumm von euch. Das war Spenny. Unglaublich, ne? Dumm. Nimmt ihr irgendwas? Wasser? Warum hört keiner auf mich? Haben die Crewmates überhaupt schon mal gewonnen? Nee, oder? Doch, doch. Einmal? Ist denn jemand aus Reactor gewendet? Das ist einfach soffen. Ja, also sorry, Tia, aber du bist wirklich blind wie 10 Russen auf Track. Also, Alter, ich wirklich. Hatte die scheiß Map offen. Ich hab die scheiß Map offen gehabt und bin einfach straight nach unten gelaufen. Da siehst du nix. Ja, selbst schuld. Ja, Schnauze.